Mit Stollen an den Stiefeln tanzen gehen? Das geht nicht. Daher tanzen die schönsten Walzer in der Bundesliga auch nicht die Fußballer von Schalke 04, Bayern München oder Borussia Dortmund. In der Tanzbundesliga haben Kicker keine Chance. Da kommen die Besten aus Braunschweig und Ludwigsburg kommen sie, national wie international. Doch jetzt fordern 8 Damen und Herren aus Westfalen die deutsche Walzerelite heraus. Die Formation vom Tanzsportclub Harmonia Münster schaffte am Wochenende den ersehnten Aufstieg in die erste Liga. Das sind sie, die neuen Aufsteiger in die erste Tanz-Bundesliga. Und jetzt ein Kommentar. Ja, super, mir fehlen die Worte, ich kann nicht sagen. Toll. Es hat gereicht mit dem Aufstieg. Wir werden jetzt weiterarbeiten und sehen, dass wir dann Brunswick nächstes Jahr schlagen. Dass es doch geklappt hat, dass es doch belohnt worden ist, die ganze Arbeit, das ist das Beste überhaupt. Und dann macht Spaß, weiterzumachen. Vor dem Kampf gegen die 7 anderen Mannschaften aufwärmen in den Katakomben der Halle am Berg Fidel. Ja, Nervosität ist sicherlich dabei. Es geht hier ja dieses Jahr mehr denn je vom letzten Turnier um alles. Aber wir wissen, was wir können und das werden wir auch gleich zeigen. Seit 3 Jahren tanzen sie zusammen. Nachdem sie in der ersten Liga waren, der Abstieg. Für den erneuten Aufstieg haben sie 20 Stunden die Woche geübt. Wir haben super trainiert, haben uns prima vorbereitet. Man weiß natürlich nie, was die anderen Mannschaften auch getan haben, aber wir sind uns eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir heute ganz, ganz weit vorne liegen werden. Gibt schon Sekt vorbereitet oder? Das machen wir eigentlich nicht vorher. Aber wir haben natürlich sowieso immer Sekt dabei zum Duschen, habe ich gehört. Ne? Sonst noch jemand? Ja. Statt Champagner japanisches Heilpflanzenöl vor dem Auftritt. Doping legal. Und eine Trainerin, die ihr Team beschwört. Wir konzentrieren uns, wir haben eine spitzenmäßige Ausstrahlung und werden heute den ersten Platz machen. Wollen wir gewinnen? Ja! Wir gewinnen! Wir! Uns sind keiner in die Knie, denn wir sind die Harmonie! Woo! Ritual komplett. Die Trainerin mit Maskottchenkörbchen. Die Minuten der Wahrheit. Über 1000 Zuschauer fiebern mit. I wanna wake up in a city that never sleeps. To find the king of the hill, top of the hill. Formationstanzen ist wie eine Sucht, sagt Erich Wilde. Er über seine Leidenschaft. Mir persönlich bedeutet die Formation sehr viel, weil es eine Mannschaft ist, weil ich mit einer Mannschaft kämpfen kann und Teamwork für mich ganz entscheidend ist. Und das möchte ich nicht missen. Wie lange kann man denn als Medizinstudent noch Formationstanzen? Oh, das ist eine gute Frage. Also es wird sicherlich eine Zeit geben, wo ich mal aussetzen muss, aber es gibt genug, die über Ende 20 auch noch dabei sind und ich hoffe, dass ich mich so rüstig halte, dass ich dann wieder einsteigen kann. What is a man? Was my